Adriana Mikulaschowa, ich unterrichte bildnerisches Gestalten und Informatik an einem Zürcher Gymnasium. An diesem Gymnasium bin ich auch in verschiedenen IT-Angelegenheiten involviert und mein Ausgangspunkt für eigentlich alles, was ich hier nachher zeige, ist meine eigene bildnerische. Ich werde Ihnen etwas zu den Möglichkeiten, digitale Bilder zu erzeugen und zu bearbeiten mit Open Source Tools erzählen, sagen oder meine Erfahrungen und Meinungen versuchen darzustellen. Zu Open Source und Bildung hat im Herbst, war ich an einer Konferenz zu einem großen Open Source Programm Blender, das ist eine 3D-Software, und der Gründer der Blender Foundation in Rosenthal hat dann gleich zu Beginn der Konferenz alle Leute, die aus dem Bildungsbereich anwesend waren, damit begrüßt, Education and Open Source in my view belongs together. Also Bildung und Open Source gehören zusammen aus verschiedenen Gründen, nicht weil es kostenlos ist, sondern einfach weil die Software auch anderweitig verfügbar ist. Es sind sehr viele Hilfsmittel, sehr viel Support ist verfügbar. Gerade im Bereich der digitalen Bilder kann man nicht sagen, dass kein Support da ist. Da gibt es sehr große Communities, wo man sehr viel schneller Hilfe bekommt. Ein sehr wichtiger Punkt, die Offenheit geht für mich so weit bei den Open Source Produkten. Es taucht gerade im bildlichen Bereich Fragen auf, denen die Schülerinnen und Schüler vielleicht auch mehr nachgehen möchten, und Open Source Software ermöglicht das. Die Schüler können bis auf den Quellcode nachschauen, wie ist etwas gemacht. Sie können den Entstehungsprozess einer Software nachvollziehen, indem sie in den entsprechenden Foren sich informieren oder die Diskussionen mitverfolgen. Und da ist auch die Partizipation, also die Teilnahme in verschiedenen Bereichen, die bei Open Source Projekten möglich ist, ein sehr wichtiger Punkt, dass die Software nicht einfach als ein kommerzielles Produkt, etwas, was man konsumiert, etwas, was man kauft, angesehen wird, sondern etwas, was von einer großen Gruppe an Stakeholdern erschaffen wird, nämlich Entwicklern, Leuten, die Dokumentation machen, Leute, die sich um Schulungsmaterialien kümmern. Also das finde ich ein sehr wichtiger Punkt, dass die Schülerinnen und Schüler auch merken, Software ist nicht einfach ein Schuh oder ein Stuhl, den ich irgendwo kaufe und dann habe ich den. Das Thema digitale Bilder, ich finde es wichtig, dass man sich zuerst über die Bereiche, in denen man sich bewegt, bewusst ist. Es gibt den ganzen 2D-Bilderbereich, also Bilder, die in der Fläche aufgebaut sind, die Rasterbilder, die aus Pixeln bestehen, oder Vektorgrafiken, wo die Formen mathematisch als Kurven definiert sind. Dann gibt es den ganzen 3D-Bereich, wo ich mit Objekten im virtuellen Raum arbeite. Sie können das Ganze ein bisschen erweitert an, kommen noch einige Bereiche dazu, auch Randbereiche, wie zum Beispiel ein neuer Bereich in der Gestaltung, die generative Gestaltung, wo man mithilfe von Programmierung Bilder generiert. Vielleicht fragen Sie sich ja, digitale Bilder, das hat etwas mit bildnerischen Gestalten zu tun, und sonst nichts, dann würde ich sehr viel sprechen, Bilder haben in jedem Bereich der Bildung ihren Platz, nicht nur in bildnerischen Gestalten, auch nicht nur in der Informatik, wo man Bildern die Digitalisierung sehr schön zeigen kann, was das bedeutet, auch in der Dokumentation, als Quellen, Infografiken, also eigentlich jeder Bereich in der Schule hat mit Bildern zu tun, es werden in jedem Bereich Bilder analysiert und Bilder publiziert. Deshalb, bildnerisches Gestalten meine ich nicht als Fach jetzt hier, sondern als einfach Produktion von Bildern. Die nächste Frage ist, welche von all diesen Bereichen kann ich mit Open Source Software abdecken? Oder wird von Open Source Software abgedeckt? Und ich habe in den letzten 5 Jahren selber nie das Bedürfnis gehabt, irgendein Programm zu kaufen. Auch in der Schule, dort wo ich mit kommerzieller oder proprietärer Software arbeite, ist es einfach, weil halt Windows installiert ist und es gibt kein Videoschnittprogramm, das gerade installiert ist, dann nehme ich schon ein Open Source Software.
zu kaufen oder etwas zu benutzen, was nicht offen gewesen wäre. Sie sehen einige Programme ein bisschen größer dargestellt. Ich würde gerne in folgender Reihenfolge auf diese Bereiche und die zugehörigen Programme eingehen. Einfach, dass Sie ein bisschen wissen, was Sie erwarten. Ich werde nicht auf jedes kleine Programm eingehen. Zuerst mal den Randbereich, den ich erwähnt habe, den möchte ich gleich zu Beginn noch genauer erläutern. Diese generative Gestaltung, damit meint man programmiert Bilder. Man überlegt sich, was ist die Struktur von bestimmten Bildern. Zum Beispiel, ich möchte einen Wald voller Bäume darstellen. Was ist das Wesen, die Struktur an einem Baum? Ich möchte einen Tannenwald darstellen, eine senkrechte Linie und zufällig angeordnet irgendwelche abgewinkelten Äste. Und wenn ich das programmierisch angehe, kann ich extrem viele verschiedene Bilder generieren. Das wird ziemlich spannend. Ich glaube, dieser Bereich hat ein großes Potenzial in der Bildung Eingang zu finden, weil man da Programmieren und Bilder Visualisierung verbinden kann. Es gibt da auch sehr viel spannendes Material dazu, gerade für Schulen. Processing, das ist eigentlich die Programmiersprache oder die Programmierumgebung, die diesen Bereich generatives Gestalten zu einer größeren Verbreitung verholfen hat. Processing ist auch offen. Es wurde von einem Künstler und sind eigentlich zwei eher aus dem Kunstbereich stammende Leute am MIT entwickelt, für Leute aus der Gestaltung, die keinen technischen Hintergrund haben, aber trotzdem Bilder programmieren möchten. Die Programmiersprache ist sehr, es ist ein vereinfachtes Java, die Syntax ist vereinfacht und man hat nicht so einen großen Overhead mit den Grafikbereichen und man kann wirklich sehr schnell spannende Sachen machen. Ein anderer Bereich, da geht es eigentlich eher in Richtung Robotik. Das sind die Möglichkeiten, die sich durch Open Hardware, durch zum Beispiel den Arduino Mikrocontroller ergeben haben für den Unterricht. Ich würde einige Bilder aus meinem Unterricht, jetzt hier auf dem Himmel, aber Sie können es vielleicht nachher auf der Folie noch anschauen. Ich habe mit Schülern mit diesen Mikrocontrollern habe ich Räume programmiert, das Licht in Räumen und die Schüler haben versucht, zum Beispiel das Wackeln von einem Fernseher zu programmieren oder jemanden, der schlaflos im Zimmer auf und ab geht und wieder das Licht anschaltet. Eigentlich eine Abfolge von Licht und Rhythmus. Es geht um bildnerisches Gestalten, also das pädagogische Ziel ist, dass sich die Schülerinnen mit kompositorischen Aspekten auseinandersetzen, aber die Technik dahinter wäre eigentlich auch, ist sehr stark auch mit Programmierung verbunden und mit Grundlagen, wie funktioniert eigentlich ein Computer. Also da erfährt man sehr viel, wenn man sich mit diesen sehr günstigen öffentlichen Mikrocontrollern beschäftigt. Dann ein anderer Randbereich, da geht es nicht eigentlich darum, Bilder zu generieren oder zu erzeugen, sondern Bild und Text zu kombinieren, trotzdem wird es immer wieder genannt, Scribus. Das ist ein Layout-Programm, das ist ein Programm, welches wahrscheinlich in der Schule auch häufig angewendet werden könnte, wenn man Bücher macht, Broschüren. Das wird auch im professionellen Bereich eine sehr große Verbreitung. Im Zusammenhang mit Layout gibt es auch eine ganze Bewegung, die offene Templates für wissenschaftliche Arbeiten, für Selbstpublikationen zur Verfügung stellt. Das gehört auch alles in diesem Bereich Layout. Vom Funktionsumfang her ist Scribus vergleichbar mit den proprietären Alternativen, also wie InDesign oder QuarkXPress. Vielleicht kennen das einige von Ihnen. Es ist ähnlich wie QuarkXPress, es kommt mehr aus dem Druckbereich. Und professionelle Gestalter vermissen eigentlich auf der Funktionalitätsebene nichts in diesem Scribus. Sie bemängeln vielleicht in bestimmten Bereichen die Präzision und die Visibility, aber bezüglich Funktionalität brauchen die meisten der Programme wirklich nicht sich zu verstecken. Und gerade was die Kompatibilität anbelangt oder jetzt bei Scribus der Export in die Druckvorstufen Richtung verschiedene professionelle PDF-Varianten und bezüglich
Typografie ist Scribus dem großen kommerziellen Programm wirklich nicht unterlegen. Nur noch einige Ansichten. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen bildnerischen Bereich. Das, was Sie wahrscheinlich unter Bilder machen, was den meisten am nächsten ist, ist Linien und Formen zu zeichnen. Und das macht man mit Vektorgrafikprogrammen, Computer. Das heißt mit Programmen, mit denen man Kurven und klar abgegrenzte Formen zeichnet. Vektorgrafik eignet sich nur für bestimmte Arten von Bildern. Und hier beginnt vielleicht etwas, was auch wichtig ist im Zusammenhang mit Open Source. Viele Leute verwerfen irgendein Open Source Programm, weil sie schlichtweg das Falsche verwendet haben oder weil sie ungenügende Kenntnisse haben, was die Bereiche anbelangt. Sie versuchen Fotos zu bearbeiten mit einem Inkscape. Was für Vektorgrafiken geeignet ist, natürlich, man kann auch ein Bild selber machen in einem Vektorgrafikprogramm, aber man ist da am falschen Ort. Also es ist das, was ich ganz wichtig finde, auch in der Lehrerbildung, dass man den Leuten vermittelt, in welchem Bereich geht es, wofür setzt man dieses Programm ein. Auch Inkscape, es hat einen riesigen Funktionsumfang. Ich zeige hier Ihnen nachher eine kleine Demo, damit Sie sehen, wie man in diesem Programm, wie das aussieht, wenn man damit arbeitet. Eine ganz große Stärke von Inkscape ist die Kompatibilität mit offenen Standards. Auch das ist ein Kennzeichen vieler Open-Source-Programme. Die sind häufig, setzen die solche Standards als erste sehr gut um. Zum Beispiel SVG. In Inkscape kann man auch die Grafiken auf der Code-Ebene bearbeiten. Schneller als man normalerweise selber arbeitet. Man es genügend sieht, also man kann nicht nur Formen zeichnen, man kann sich verschiedene Farben füllen, man kann Formen auch in Bezier-Kurven umwandeln und diese Kurven dann sehr präzise zu dem verformen, was man möchte. Auch da ist es keine Eigenschaft des Open-Source-Programms, sondern das ist eine Eigenschaft von Vektorgrafiken, wie man diese jetzt bearbeitet. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, das ist nicht einfach ein Stift und man zeichnet damit etwas, sondern wenn man präzise arbeiten möchte, kann man wirklich den Verlauf der Kurve definieren. Es gibt auch sehr viele Hilfen, das ist ein bisschen schneller sprechen, wenn ich danach komme. Aber ich glaube, es ist selbsterklärend. Ich muss nicht jede Form neu zeichnen. Ich kann auch eine bestimmte Struktur, eine Form auf mehrere anwenden. Jetzt bin ich zu schnell gewesen. Zum Beispiel diese Pflanze kann ich sehr einfach auf unterschiedlich großgezogene Striche anwenden. Und so komme ich also sehr schnell zu ziemlich komplexen Grafiken. Es gibt hier nicht nur, also es ist wirklich ein komplexes Programm, wo ich alle Möglichkeiten der Automatisierung nutzen kann. Ich kann die Bilder auch exportieren in diverse andere Formate, auch in Rasterformate. Und hier sehen Sie eben noch, wie man den SVG-Code bearbeiten kann. Ich kann die Farbenformen auch auf Code-Ebene weiter bearbeiten. Jetzt der wahrscheinlich besondere Bereich, den alle benutzen und der an Schulen auch Einsatz findet. Das ist, vielleicht noch vorher. Im Bereich der Vektorgrafik gibt es ganz viele noch kleine Programme. Also wenn man zum Beispiel typografisch feiner arbeiten möchte, gibt es Tools, mit denen man Schriften generieren kann. Auch das könnte für den Unterrichtsbereich spannend sein, wo man eine ganz eigene Font kreiert. Es gibt den Bereich, wo man Infografiken, also Diagramme erstellen kann oder vektorbasierte Animationen. Zum Beispiel Simplic ist ein Programm, das ähnlich aufgebaut ist wie Flash. Da gab es lange gar keine Alternative. Das ist jetzt ein ziemlich aufstrebendes Open Source Projekt, das wahrscheinlich bald
ähnlich eingesetzt werden kann wie Flash oder in Dia. Mit dem kann man einerseits Flussdiagramme, auch URL-Diagramme, alle möglichen Diagrammarten zeichnen, was mit Inkscape auch gehen würde, aber umständlicher. Oder eben das Programm FontForge für die Schriftgenerierung. Der nächste große Bereich, die Rastergrafik oder Pixelgrafik, da kennen die meisten das entsprechende Programm, nämlich GIMP. Die Anwendungsbereiche kennen viele auch. Man kann digitale Fotografien bearbeiten, man kann Collagen erstellen. Dieser Arbeitsbereich wird auch häufig diskutiert, weil Medienbilder manipuliert erscheinen zum Teil. Ich nehme an, Sie kennen dieses Beispiel links, das anlässlich des Attentats im Blick, eine Wasserspur blutrot eingefärbt. Die Dramatik unnötig noch weiter zu steigen. Auch im Kunstbereich wird die digitale Manipulation häufig auch in politischen Zusammenhängen gebraucht. Im Unterricht ist das für die Schüler natürlich sehr spannend. Ich setze diese digitale Manipulation und digitale Collagen häufig ein. Zum Beispiel hier bei einer Aufgabe, wo es darum geht, Begegnungen mit sich selber zu generieren. Die Schüler sind dabei von Kamera Obscura Bildern, also von einer ganz niedrigen Technologie ausgegangen und haben quasi die Ästhetik versucht nachzuvollziehen in dem digitalen Medium. Und das, was sich bei Kamera Obscura durch die lange Belichtungszeit ergibt, versucht zu verstärken mit digitalen Mitteln. Oder ein anderes Beispiel, man kann auch Materialien kombinieren, die normalerweise nicht kombiniert werden. Die Schüler haben etwas modelliert und haben nachher am Computer die modellierten Produkte in selbstgewählte Zusammenhänge eingefügt. Und auch hier gibt es eigentlich nicht viel, was GIMP nicht kann, wo man sagen müsste, ja, das kann ich nur mit Photoshop machen. Das, was man nicht direkt mit GIMP machen kann, dafür gibt es ganz bestimmt ein Plugin, das man zusätzlich installiert kann. Auch das vielleicht exemplarisch am Beispiel von GIMP. Viele Open Source Programme sind extrem gut erweiterbar. Was auch nicht mit zusätzlichen Kosten, sondern vielleicht mit Rechercheaufwand verbunden ist, aber mit allen Plugins, die verfügbar sind, kann GIMP weit mehr als jedes Photoshop. Wir in der Zeit sind, sehr knapp, dann zeige ich Ihnen aber die Demo zu GIMP nicht. Vielleicht können wir sie nachher online stellen und Sie können es, wenn das interessiert, kann sich das selber anschauen. Soll ich zeigen? Okay, es geht einfach. Es ist ein Beispiel, wie man
auch im Bereich der digitalen Fotografie gibt es viele Hilfsprogramme, zum Beispiel DigiCam. Das ist ein Open-Source-Programm für die Verwaltung von Bildern, auch sehr gut geeignet für die Verwaltung von Unterrichtsmaterialien und Bilder beschlagworten und schon die Metadaten editieren. Und Programme für die Entwicklung von RAW-Bildern, wenn man mit einer Kamera fotografiert, die RAW-Bilder abspeichert, gibt es ganz viele Hilfsmittel, um die mit Open-Source-Programmen zu bearbeiten. Wer das nicht kennt, normalerweise speichert zum Beispiel Handykameras die Bilder im JPEG-Format, was schon stark komprimiert, wenn bestimmte Vorannahmen getroffen werden, wie das Bild auszusehen hat. Wenn man die Bilder im RAW-Format speichert, kann man ähnlich wie in einem analogen Fotolabor, hat man viel mehr Möglichkeiten, die Informationen aus den Bildern so hervorzuholen, wenn es das Bild gibt, was man angeschnitten hat. Auch Bodenwertkorrekturen können hier mit viel mehr Material vorgenommen werden als ausgehend von einem JPEG. Die Bereiche, die ich jetzt erwähnt habe, die lehnen sich alle an dem an, wie wir auch analog arbeiten. Es gibt große Analogien zwischen dem Malen auf einem Blatt Papier oder dem Zeichnen. Der letzte Bereich, auf den ich eingehen möchte, das wäre der Bereich der 3D-Grafik. Den zwar alle kennen aus der Produktesicht, es kennen alle Computergames und 3D-generierte Filme, aber wie man mit solchen Tools umgeht oder was diesen Bereich ausmacht, was da das Programm ist, was man da selber machen muss, was es da überhaupt für Arbeitsbereiche gibt, das kennen die wenigsten. Blender ist auch eines der spannendsten Programme im Open-Source-Grafik-Bereich, weil es extrem vielseitig genutzt wird. Es hat nicht nur einen großen Funktionsumfang, den vielleicht einigen von Ihnen sagen, diese Bereiche etwas, es ist wirklich ein riesiger Funktionsumfang. Es hat aber auch eine große Verbreitung in verschiedensten Bereichen. Auch hier eine große Kompatibilität. Es ist vergleichbar mit proprietären Programmen wie Cinema 4D, weil es kann wesentlich mehr. Also hier beginnt der Bereich Open Source Programme innovativer und wirklich mehr Funktionen haben als viele proprietäre Programme. Das Benutzerinterface von Blender, das gibt immer wieder zu diskutieren, wenn Sie noch nie mit Blender gearbeitet haben und Blender öffnen, werden Sie sich vermutlich einfach nicht zurechtfinden. Außer Sie öffnen es in einer Ansicht, zum Beispiel wie hier, dann haben Sie relativ viel schon vorgegeben, aber Blender ist extrem fein konfigurierbar und das GUI beruht nicht auf den üblichen Konventionen in vielen Bereichen. Es ist auch ein Bereich, wo man bestimmte Konventionen verlassen muss, weil man arbeitet im virtuellen 3D-Raum und man hat meistens nach wie vor immer noch einen flachen Bildschirm und eine Maus, die sich 2D bewegt. Das heißt, und das Blender GUI, die Benutzerschnittstelle bietet hier sehr viele Hilfsmittel, extrem viele, und man muss selber auswählen, welche man jetzt nutzt. Das ist ein bisschen für den Neu-User eine Schwierigkeit, zum Beispiel eine Eigenheit, das zu erwähnen, jedes Fenster, also man kann den ganzen Arbeitsbereich in beliebig viele Fenster unterteilen, beliebig angeordnet, und jedes Fenster kann ein Logic-Editor sein, ein 3D-Fenster, ein Eigenschaften-Fenster, ein Code-Editor, einfach alles Mögliche. Das heißt, den Schülern passiert es in der Schule häufig, dass sie etwas vor sich haben, und sie einfach keine Ahnung haben, was das ist. Sie rufen mich dann und sagen, sie ist programmisch kaputt. Und man kann den Schülern aber relativ schnell zeigen, wie man das umstellt, und die begreifen es in der Regel sehr schnell. Zum Beispiel eine Eigenheit, vielleicht die von der Community auch begründet ist, man wählt mit rechts aus, weil auswählen ist eine Funktion. Eine Funktion macht man mit links, das heißt auswählen macht man mit rechts, auch aus ergonomischen Gründen. Man schont die Hand, man schont die Zähne, Sehnenscheidenentzündung beugt man vor und so weiter. Es gibt da ganz viele Eigenheiten, die begründet werden. Wenn man die weiß, lernt man die zu schätzen, und es gibt kein konsistenteres Programm, das ich kenne, als Blender. Also man kann alle Befehle, die man von irgendwo erkennt, in jedem Bereich anwenden,
und es gab letztens eine große Diskussion auch an der Blender-Konferenz, was mit diesem Benutzerinterface, das so ungewöhnlich ist, geschehen soll. Und von Rosenthal, der Gründer von dieser Blender Foundation, der hat einen ganzen Aufsatz darüber geschrieben, dass eben easy to learn nicht unbedingt easy to use ist und dass Blender für die User ist und dass es bestimmte Sachen gibt, da braucht es einfach einen Aufwand, um das zu lernen, dafür ist es nachher viel besser für uns. Und das merkt jeder, der sich zum Beispiel auf dieses Blender eingelassen hat. Es ist, man fängt an, sich in anderen Programmen so zu verhalten wie in Blender, was einfach extrem praktisch ist. Also da ist das Beispiel von Open Source Programm, das sehr viel Innovation mit sich bringt. Auch das überspringe ich jetzt aus Zeitgründen. Was macht eigentlich der Schüler? Was macht das Programm in Blender? Das ist gut, das zu wissen als Schüler, als Lehrperson, das ganz genau auseinanderzuhalten. Und die zugehörige Demo. Das ist der Arbeitsprozess von Kreieren eines Lehrbuchs bis zur Animation. Ich arbeite hier mit Polygonen und Flächen. Ich muss die Formen nicht ein bisschen ins letzte Detail modellieren, denn dafür habe ich das Programm, das ich poliert, diejenigen Bereiche, die einfach runder sein müssen oder eckiger, das kann ich dem Programm überlassen. Ich muss auch nicht wie beim Daumenkino jedes Bild definieren, sondern ich definiere die Schlüsselbilder und das Programm berechnet mir die Zwischenbilder. Und so kann ich mit relativ schnell mit wenig Aufwand mit einem Atem hier generieren. Wie alle Programme kann ich Blender für Unterrichtsmaterialien oder für die Arbeit mit den Schülern benutzen. Hier so ein kleiner Einblick in den Unterricht. Wie gesagt, haben die Schüler, ich glaube, wenn man es richtig macht, haben die wenig Probleme mit der Software. Es ist ein bisschen anstrengend. Aber wichtig finde ich, dass man immer auch ein pädagogisches Ziel vor Augen hat, zum Beispiel worum geht es gestalterisch. Wenn ich die Benutzeroberfläche, das Bewegen im virtuellen Raum einführe, dann schaue ich, dass ich die Aufgabe so ersetze, dass sie gleichzeitig auch in der Komposition arbeiten können. Das heißt, die Schüler haben immer einen Inhalt, an dem sie arbeiten und lernen dabei einen kleinen Bereich kennen. Das zeige ich Ihnen jetzt nicht mehr, das sind so Lebewesen, die Schüler modelliert haben, die ganz kleine Bewegungen machen, wie sie auf- und abfliegen oder kurze Bäume schlagen. Bei Blender, zum Beispiel von Blender wollte ich noch auf die Community hinweisen, die bei allen Projekten eine große Bedeutung hat und von der man sehr viel Material bekommt, die besonders bei Blender interessant ist. Hier ein Auszug aus dem Blender-Konferenzprogramm, wo es einerseits Leute aus der Medizin hatte, die Anwendung von Blender für Simulationen von Herztransplantationen oder ähnlichen komplexen Dingen gezeigt haben, bis zu einem Hollywood-Special-Effects-Spezialisten, der gezeigt hat, wie er die Special-Effects für Schiffbruch mit Tiger gemacht hat mit Blender. Also alle diese Programme, die finden auch in professionellen, bekannten Bereichen Einsatz. Damit wäre ich fast am Ende. Vielleicht noch meine Meinung zu den Voraussetzungen für das Gelingen des Einsatzes von Open Source Software in diesem Bereich. Ich bin ziemlich überzeugt, dass vielen Lehrerinnen und Lehrern, wenn sie sich mal mit dem Hintergrund von Open Source Software beschäftigen würden, mit der Haltung, die dahinter steckt, dass es ihnen sympathischer wäre. Also ich glaube, viele Lehrerinnen, gerade aus dem Bildungsbereich, wollen die Leute nicht mit Coca-Cola arbeiten, sondern eben lieber mit etwas, wo ein Austausch stattfindet, wo die Leute miteinander reden, wo die Anforderungen nicht aus kommerziellen Gründen, sondern von der Sache heraus ausgehen. Und das Zweite, was ich wichtig finde, ist, dass man auch beim Einsatz von oder beim Anschaffen von Software überlegt, was möchte man eigentlich damit machen mit der Software. Und nicht, ich möchte Photoshop machen, sondern ich möchte Bilder kombinieren.
Also dass man da die pädagogischen Zielsetzungen in den Vordergrund stellt und dass man auseinanderhält, was ist Anwendungsschulung, was ist Fachwissen von diesem Arbeitsbereich und was sind meine übergeordneten Ziele. Das wäre es.